Seit dem 9. März gilt die Ausgangssperre in Italien. Nur die dringendsten Besorgungen dürfen gemacht werden. Wie leben die Bewohner von Vasia damit? Wie schätzt unsere Freundin Alessia die Situation ein? Hier in Vasia ist es im Moment ruhig. Es gibt keine Kranken. Und wie sehen Bewohner die Auswirkungen? Es wird noch Zeit dauern. In der nächsten Woche geht es mit Sicherheit noch nicht hinaus. Im Nachbarort Prella Castello wächst Hoffnung. Es sind schon über 2 Wochen. Die Krankenzahlen gehen runter. Wie überall leidet auch die Wirtschaft. Die Dörfer leben auch vom Tourismus. Bezüglich des Tourismus ist es schwierig. Alle sind in Warteposition. Antworten suchen wir vergebens. Es bleibt nur die Mutmaßung. Vor Mai passiert nichts. Das wird schwer. Vasia, wie ganz Italien, in Wartestellung. Vor 3 Wochen, alle ahnten es bereits, kam die Ausgangssperre. Selbst auf dem Weg zum Einkauf treffen wir nur noch wenige. Wenn wir uns nicht ändern, kommt das Virus in wenigen Monaten zurück. Das ist eine gute Lektion für die Menschheit. Wir wollten immer alles, auch das Unmögliche. Aber wir sind nicht in der Lage, gegen das Unsichtbare zu kämpfen. Erst einmal Schluss mit Willkommen. Dabei hat Vasia darin eine lange Geschichte. Viele Urlauber kommen schon seit Jahrzehnten. Etliche von ihnen, wie wir auch, haben Häuser gekauft. Olivenbäume bestimmen die Landschaft im Hinterland von Imperia. Und gerade diese Landschaft macht die Isolation erträglich. Wie du siehst, gibt es viel Kulturlandschaft. Die Menschen können hinaus in den Garten oder Holz machen oder die Olivenhaine pflegen und alles für die nächste Ernte vorbereiten. Sie sind gut beschäftigt. Alessia schickt uns Bilder von ihrem Handy, die sie gemacht hat. Man denkt fast im Paradies zu sein. Paradiesisch soll auch die nächste Ernte sein. Im Moment sieht der Alltag jedoch anders aus. Augusto, Alessias Mann, kommt nach Hause. Zu wenig Arbeit. Jetzt geht's wohl in die Kurzarbeit. Auch Augusto hat uns Bilder mitgebracht. Er arbeitet für die Autobahngesellschaft. Die Bilder sprechen für sich. Alle sind besorgt. Die Geschichte, die macht Angst. Wir werden noch eine Weile zu Hause bleiben müssen. Es wurde gesagt, dass es zuerst nur bis zum 3. April dauert. Aber es ist schon jetzt bis zum 15. April verlängert. Es gibt ja Corona-Kranke in Imperia. Das heißt, dass wir auf das hören müssen, was die Regierung beschließt. Also es wird dauern, bis wir in den Alltag zurückkehren. Auch in Prella Castello machen sie sich Sorgen. Was passiert, wenn die Ausgangssperre vorbei ist? Jetzt, wo die Zahlen rückläufig sind, da werden alle feiern. Nein, nein, die Leute haben so viel Angst. Am Anfang hatten wir nicht so viel Angst. Aber bei so vielen Toten und den Kontakten, heute haben wir Angst. Mit in der Runde Margherita Claus. Den Chinesen glaube ich kein Wort. Ich auch nicht. Die haben nicht gesagt, wie viele gestorben sind. Ich glaube denen kein Wort. Auf Kanal 7 wurde gesagt, auf der Basis, was die Chinesen uns gesagt haben, müssen es mindestens 21 Millionen Tote dort gewesen sein. Neben den heißen Diskussionen kümmert sich Margherita um die Vermietung der Ferienhäuser ihrer italienischen Freunde. Die haben einiges investiert, um den Ansprüchen der Gäste gerecht zu werden. Nun stehen sie auf unabsehbare Zeit leer.
Das Bad wurde im letzten Jahr gerade neu gemacht. Bis Februar sah die Saison noch richtig gut aus. Dann hagelten die Stornos. Die ersten vorsichtigen Anfragen für den Sommer und den Herbst kommen. Wie sich jedoch das Jahr entwickelt, auch für die Vermieter, liegt noch im Dunkel. Also Ostern können wir ja eh vergessen, also wird niemand kommen. Und klar, es ist so, dass die Leute, die hier die Häuser vermieten, das ist nicht deren einzige Einnahmequelle, aber es ist eine wichtige Quelle. Und wenn die wegfällt, haben alle ein Problem. Was in den letzten Jahrzehnten liebevoll restauriert wurde, steht plötzlich in Frage. Es waren die Urlauber, die Hoffnung und Geld in die Dörfer brachten. Man schätzte sich gegenseitig. Corrado Provenzano, der ehemalige Motocrossmeister aus Vasia, ist etwas optimistisch. Zuallererst werden sie den Arbeitsmarkt wieder öffnen, die Fabriken und so. Das muss sein, damit die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Dann folgen die anderen Bereiche, aber es wird Zeit kosten. Abbastanza lunga.